2.4.2022. Der FIVO ist am Neffelsee beim Zülpicher Klotwiglauf und rätselt momentan noch über die Laufrichtung in diesem Jahr, denn die Strecken sind Corona-bedingt ein bisschen verändert. Man meidet in diesem Jahr die Stadt und bleibt stattdessen hier im Gelände. Irritiert ein bisschen, aber hier ist immer noch der Trampelpfad rauf, um die Zacke abzukürzen. Ja, entweder kommen sie wie gewohnt hier rauf oder laufen nachher da runter. Aber in diesem Jahr geht es dann hier her über die Felder jenseits der Landstraße. Alles mit Brücken und Unterführungen lässt sich das gut laufen. Das werden dann 9,9 in diesem Jahr werden. Der Schmiedwenzel. Super. Ole, prima. Bravo. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Oh, klasse. Hey, super. Das ist
Hallo, hallo. Heute nochmal den Schnee, den nächste wieder bei Sonnenschein. Prima. Hier bin ich vor ein paar Wochen noch im Sonnenschein gelaufen. Weil im 5-Kilometer-Lauf ja auch die Stadtrunde fehlt, bleibt er heute nicht hier vor dem See, sondern geht um den See herum und kommt heute auf 5,4 Kilometer. Gut unterrichtete Kreise sagen, zumal da auch das 8-Kilometer-Schild ist, dass es nicht ganz 9 Kilometer waren. Vielleicht irgendwie hier bei der, hier scheint es irgendwie noch schleifenmäßig was geplant gewesen zu sein. Vielleicht ist da eine vergessen worden, wer weiß. Aber die Leute hatten Spaß, das ist die Hauptsache. So ist es. Ah, hier können wir noch auf den Streckenplan gucken, wie das gedacht war. 9,9. Ja, vielleicht hier bei der beim Hin und Her was vergessen, keine Ahnung. Das wird der Fünfer dann nachher werden. Da hat man das Toilettenhäuschen genutzt, sehr gut. Hier ist zwar jetzt eine Linie zu sehen, die stehen aber alle da. Jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung die starten. Wo muss ich mich jetzt hinstellen zum Filmen? Wenn wir jetzt schnell gehen, dann sind wir pünktlich da.
Prima. Prima. Jetzt werden wir geblitzt, weil wir zu schnell sind. Super. Die müssen rausschneiden, ne? Super.